hier ist Ronja und es ist zwar mitten in der Nacht bei mir, aber ich nehme jetzt trotzdem auf. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen müde aussehe, aber mein Zeitmanagement ist eher schlecht. Wir haben uns letztens angeguckt. Ich wusste nicht, dass Männer existieren, bis ich 17 bin. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das selbstverständlich wie immer oben beim i. Aber der gleiche Kanal, ja, hat eine weitere Geschichte rausgehauen, von der ihr auch alle gesagt habt, Ronja, Ronja, guck sie dir an. Und zwar, nach 30 Jahren bin ich immer noch 17. Der Kanal hat es irgendwie mit dem Alter 17. Ich weiß nicht genau warum, aber finden wir es raus. Mein Name ist Amara und ich bin 17 Jahre alt. Hallo, aber Amara. Ich bin scheinbar die Einzige, die das glaubt. Lass dich jetzt noch nicht verwirren. Ich werde dir bin alles schon erzählen verwirrt. Und ich bin sicher, du wirst mir zustimmen. Puh, Gott sei Dank. Bevor ich das mache, klick auf Abonnieren und like dieses Video. Sonst könnte ich heute Nacht in deinen Träumen auftauchen. Amara, mach doch sowas nicht. Was soll denn das? Okay, also, alles klar, Amara 17. Niemand glaubt's außer ihr und scheinbar uns am Ende dieses Videos. Wir werden sehen. Okay, los geht's. Los geht's. Ich erinnere mich, dass ich 15 Jahre alt war, als meine Eltern von Indien nach Amerika umzogen. Aha. Mein Vater war ziemlich reich, also lebten wir in der reichsten Nachbarschaft der Stadt und ich besuchte dort im Weißen Haus. Meine Eltern gaben mir und meiner kleinen Schwester alles, was wir wollten. Aber meine kleine Schwester bekam mehr, weil sie der Liebling meines Vaters war. Bitte. Ich war 3 Jahre älter, aber sie war klüger. Ich beneidete sie, weil sie so verhätschelt wurde. Aber ich war mehr Ich dachte, du kriegst auch alles, was du willst. Wir kriegten alles, was wir wollten. Ich mochte meine Schwester nicht, weil sie so verhätschelt wurde. Okay, Amara. Ganz piano. Interessiert, mit meinen Freunden zu feiern und einzukaufen. Einmal, als ich auf einer Party war, rief mein Vater mich an und sagte, wenn du deine Noten nicht verbesserst, werde ich dich aus meinem Testament streichen. Oh. Sagen wir einfach, ich bin so hart durchgefallen, dass ich die Schule wechseln musste. Meine neue Schule war cooler als die erste. Es gab heißere Jungs und frechere Mädchen. Okay, Amara. Okay, der Hate auf die anderen Jungs und die anderen Mädchen. Wie gemein. Aber Schulnoten, ja? Schulnoten sind das Problem, sonst wirst du enterbt. Niemand ist gerne enterbt. Wäre ich nicht aus einem reichen Elternhaus gekommen, hätte ich mich wie ein Loser gefühlt. Aber ich kam gut zurecht. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich eine tolle Tänzerin bin, oder? Hast du ich nicht? Ich bin so nee. Gut, dass ich Kapitänin der Cheerleader-Mannschaft wurde. Okay. Ich habe schon gesagt, dass die Jungs an dieser Schule super heiß sind, aber wenn es ein Wort gibt, mit dem man jemanden Bitte. Beschreiben kann, der noch heißer ist, dann kannst du es hier für Greg, den Kapitän der Basketballmannschaft, einfügen. Wir fingen an, uns zu verabreden, nachdem er eines Tages auf mich zukam und sagte, hey, ich liebe dein Muttermal und du bist wirklich süß. Ja, nee, klar. Nichts zieht besser als der Klassiker. Hey, ich liebe deine Mutter. Was? Was ich möchte sagen? Klar, das kommt gut. Das kommt gut. Das kommt bei mir auch immer gut. Da, Fun Fact, ja? Side Story. Neulich bin ich Bahn gefahren, ja? War so ein kleiner Junge. Der war 16, okay, bestenfalls. Ich bin 22. Nur um mal anmerken zu können, wie bedenklich das ist. Der war 16. Kommt der an und ist so, ja, kann man sich kennenlernen? Dann war ich so, nein. Und war so, ja, wie alt bist du? Und war ich so, 21, da war ich noch 21. Und war so, ja, dann bist du ja nur ein Jahr älter als ich. Das war Quatsch, der war nicht 20. Ich erkenne einen 16-Jährigen, wenn ich den 16-Jährigen sehe. 16 ist schon großzügig. Jedenfalls hat er dann versucht, erst mit seinen echten AirPods auf mich zu flexen. Hat nicht gezogen. Dann hat er versucht, mit seinem Rapper-Freund auf mich zu flexen. Hat nicht gezogen. Dann hat er versucht, auf mich zu flexen, indem er gesagt hat, er ist gerade in der Stadt, um 2000 Euro abzuheben. Nichts Besonderes. Hat auch nicht gezogen. Aber hätte er gesagt, Mann, ich mag deine Mutter mal. Ja, dann sähe die Sache anders aus, ja? Also, pff. Wir mal zusammen abhängen? Das war Anfang und Ende zusammen von einem. Abhängen. Bei mir hätte alles perfekt erscheinen können. Klar. Aber als Inderin fiel es mir schwer, einige englische Wörter richtig auszusprechen. In meiner ehemaligen Schule habe ich einmal Bicycle als Bicycle ausgesprochen. Ah, das ist natürlich peinlich. Ah, da erinnert man sich jahrelang natürlich noch dran. Wie unangenehm. Eine Woche lang haben alle über mich gelacht und sich lustig gemacht. Ich begann spezielle Englischkurse zu belegen, aber um Fettnäpfchen auf meiner neuen Schule zu vermeiden, blieb ich einfach bei Wörtern, deren Aussprache ich sicher beherrschte oder zeigte auf Dinge, über die ich sprechen wollte. Das Wort Fahrrad ist aber auch schwer. Zuerst dachten meine Freunde alle, ich sei etwas seltsam. Warte, sie zeigte auf Dinge, die sie nicht aussprechen konnte? Weil das auf jeden Fall weniger unangenehm ist, als zu sagen, oh, guck mal, da ist eine Lampe. Viel natürlicher ist es, wenn du machst, oh, schau mal. Was denn? Was denn, Amara? Was willst du uns sagen?
Na, was ist denn da? Ist da eine Fliege? Haben wir irgendwas auf dem Kopf? Nee, da oben, da hell, leuchten. Amara, was meinst denn du? Auf jeden Fall ganz, ganz natürliche, also Amara bis jetzt alles richtig gemacht, ja? Aber sie gewöhnten sich daran. Mit Greg fühlte ich mich wohl genug, dass es mir nichts ausmachte, diese Fehler in seiner Gegenwart zu machen, da es so schien, als ob es ihm nichts ausmachen würde. Greg und ich verbrachten viel Zeit damit, ins Kino, in die Konzerte zu gehen. Wir waren fast unzertrennlich. Er war immer in meiner Nähe oder ich in seiner. Wir waren das perfekte Paar und alle wollten, dass ihre Beziehung so ist wie unsere. Einmal, als wir zusammen waren, so, ja? sagte ich ihm, dass ich gerne mit ihm auf einer abgelegenen Insel leben und Zwillinge mit ihm haben möchte. Ah. Der Gedanke an ein Leben ohne Greg ließ mich immer zusammenzucken. Das sind aber keine Zwillinge. Ein Mädchen auf. Ihr Name war Lucy und sie war sehr hübsch. Man kann es Eifersucht nennen, aber an ihrem ersten Schultag sagten alle in der Klasse, oh, sie ist so heiß und ich fühlte mich dabei unwohl. Was haben die denn immer mit diesem, boah, der oder die oder das ist so heiß. Habt ihr noch andere Adjektive? Wie wär's mit cool, intelligent, hübsch, nett, sympathisch, freundlich? Nur um mal ein paar reinzuwerfen. Also Leute, hier, falls ihr Hilfe braucht, meine animierte Geschichte, wendet euch ruhig vertrauensvoll an mich. Gar kein Ding. Eines Tages kam sie auf mich zu und sagte, hey Amara, ich habe gehört, dass du der Chili der Kälber tanzen kommen. Ich wollte ihr sagen, dass wir keine Plätze mehr haben. Aber ich sah eine Chance, ihr das Leben ein wenig schwerer zu machen. Und ich ergriff sie. Ich habe ihr die härtesten Stunts gegeben, aber sie hat sie geschafft. Oh. Sie fragte mich sogar, ob das alles sei, was ich verlange. Oh. Ich war wütend, aber nicht so wütend, wie er sich die anderen in der Umkleidekabine sagen hörte, sie seien noch besser als ich. Eines Nachmittags saß ich mit Greg zusammen und sie kam rüber und sagte, Hi Greg, ich bin ein großer Fan von dir. Hi, wie jetzt? Du bist ein großer Fan? Wer ist denn Fan? Ihr geht doch auf eine Schule, oder? Also die meisten von euch, denke ich mal, gehen auf eine Schule. Wäre es bei euch normal, wenn irgendjemand einfach kommt, ob du jetzt Basketball-Coach oder Cheerleader-Captain oder so, sei mal ganz dahingestellt, aber ist doch egal, wer du bist. Niemand kommt zu dir und sagt, hey Greg, ich bin ein großer Fan von dir, Blinker, Blinker. Hast du Lust, mal ein Foto von uns zusammen zu machen, was du dann vielleicht unterschreibst und dann hänge ich das über mein Bett? Nur so eine Frage, Greg. Was? Die Leute sind so lost. Ein Foto mit dir machen? Natürlich. Sag das wirklich? Sie will wirklich ein Foto mit ihm machen? Sagte Greg nicht nein und er bat mich sogar, das Foto zu machen. Sie hielt ihn so fest, als wäre ihr Freund. Ich konnte es nicht mehr tragen und sagte ihr, sie solle die Finger von ihm lassen. Sie weinte, als wäre ich ein Monster und Greg umarmte sie und entschuldigte sich. Sie grinste mich an, während er das tat und da wurde mir klar, dass sie wahrscheinlich aus der Hölle geschickt wurde, um mir alles wegzunehmen. Greg und ich wollten uns eines Abends einen Film ansehen, aber er sagte ab und sagte, dass er etwas mit seiner Familie unternehmen wolle. Ich langweilte mich und wollte nicht zu Hause bleiben, also fragte ich meine Freunde, ob wir zusammen abhängen können. Aber sie sagten, Lucy hätte sie bereits in eine Karaoke-Bar eingeladen. Oh. Ich beschloss, mich ihnen anzuschließen, da ich mal sehen wollte, warum Lucy so toll war und ich es nicht mehr war. Ich fuhr zur Bar und bemerkte, dass Gregs Auto draußen geparkt war. Ich parkte gegenüber der Bar und rief zu Karaoke ihn an, gegangen. Aber er ignorierte alle meine Anrufe. Ohne Dann sie. Kam er aus der Bar, hielt Lucy an der Taille und sie lachten wie verliebt. Ich stieg aus und als Greg mich Greg, sah... Greg, du dreckiger Traitor, wie kannst du nur? Hast du ihr auch gesagt, du magst ihr Muttermal? Welches Muttermal? Da ist nicht mal ein. Hast wahrscheinlich gesagt, ich mag dein grün Haargummi. Greg, du alter Frauenheld, wie kannst du nur? Er. Ich ging auf sie zu, als ein betrunkener Fahrer mich in den Gegenverkehr warf. Ich wurde von einem zweiten Auto angefahren, das mir irgendwie den Schädel zertrümmerte und ich wurde bewusstlos. Irgendwie den Schädel zertrümmerte. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal aufwachte. Ich dachte, ich wäre gerade aus einem tiefen Schlaf erwacht, aber ich hatte all diese medizinischen Geräte am Körper und meine Familie war ganz aufgelöst. Ich fragte sie, wie lange ich bewusstlos gewesen sei und sie sagten mir 13 Jahre. 13 Jahre? Ich war bereits 30 Jahre alt. Ich weinte und versuchte zu verstehen, was geschehen ist. Meine kleine Schwester war mit dem College fertig und hatte gerade einen Job mit hohem Einkommen an Land gezogen. Selbst in meinem Zustand empfand ich immer noch Neid. Die Ärzte waren begeistert. Amara, du musst mal an deiner Psyche arbeiten. Das ist noch nicht gesund. Du kannst doch nicht... Deine eigene Schwester, freu dich doch, wenn die was erreicht hat. Da sagst du doch, Mensch, kleine Schwester. Gute Arbeit. Freut mich für dich. Informierten meine Eltern, dass sie mich gehen lassen würden. Das ist Greg. Einigen Tests das erkenne ich. Sein. Doch am nächsten Tag konnte ich nicht mehr sprechen und rutschte wieder ins Koma und wachte nie wieder auf. Was? Nun, bis jetzt. Was?
Was für ein Ende. Ja, wir wollten ja am nächsten Tag mit den Ärzten sprechen, aber dann rutschte ich wieder ins Koma und wachte nie wieder auf. Naja, das Ende, das war's dann. Die Geschichte, Mann. Aber nein, es passiert noch was. Fast 20 Jahre später. Wusstest du, dass jemand ein oder zwei Tage lang aus dem Koma erwachen und dann wieder ins Koma fallen kann? Jetzt weißt du es. Gern geschehen. Also, danke. Wie bin ich wieder aufgewacht? Alle, auch die Ärzte, waren dabei, mich aufzugeben, weil sie das Gefühl hatten, ich würde nie wieder aufwachen. Nach 30 Jahren, verständlich. Meine Schwester daran, dass ich gerne Musik hörte. Also holte sie ein paar Kopfhörer. Nach 20 Jahren, erinnert sich deine Schwester? Sie mir auf. Ich erinnere mich nicht mehr an viel aus meinem Koma, aber ich hörte ein vertrautes Lied spielen und folgte dem Klang. Und erstaunlicherweise öffnete ich meine Augen. Die Ärzte sagten, mein Gehirn habe sich im Laufe der Jahre neu verkabelt, bis die Verbindungen für mich reichten, um aufzuwachen. Aber meine Schwester glaubt immer noch, dass die Musik mich aufgeweckt hat. Aha. Wusstest du, dass manche Menschen aus dem Koma erwachen und fließend eine Fremdsprache sprechen können? Nein, das wusste ich nicht. Das nennt man bilinguale Aphasie. Sie tritt auf, wenn ein Bereich des Gehirns, der eine Sprache beherrscht, geschädigt ist, während ein anderer Bereich unangetastet bleibt. Ich konnte kaum meine Muttersprache sprechen. Und als meine Schwester weiterhin in unserer Sprache mit mir sprach, konnte ich nicht reagieren. Ich sprach mit ihr auf Englisch und ich war schockiert, wie fließend ich sprach. Ich versuchte, die Wörter auszusprechen, die ich früher... Ihr wohnt in Amerika, seit du 15 bist. Du kannst Englisch. Das ist nicht neu. Du lebst da schon eine Weile. ...schwierig fand. Und es war so einfach. Meine Eltern waren nicht da. Und als ich fragte, erfuhr ich, dass sie vor 5 Jahren gestorben waren. Mein Vater hatte mir eine Menge Geld hinterlassen, aber das meiste davon war in meine Krankenhauspflege geflossen. Meine Schwester war verheiratet und hatte 2 erwachsene Kinder. Sie sah viel älter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Und ich verwechselte sie sogar mit einer der Krankenschwestern. Warte, wie alt ist sie jetzt? Sie ist mit 30 aufgewacht und dann hat sie nochmal 20, 30 Jahre im Koma gelegen. Die genaue Zahl wurde nicht gesagt. Das heißt, sie ist jetzt 50 bis 60. Krass. Erstmal aufwachte. In diesem Moment fühlte ich mich so schlecht, weil ich sie über die Jahre beneidet und abgelehnt hatte. Denn am Ende war sie die Einzige, die über die Jahre zu mir gehalten hat. Nach ein paar Wochen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und zu Hause unter therapeutische Betreuung gestellt. Also ging ich nach Hause und das Erste, was ich tat, war, in den Spiegel zu schauen. Ich sprang fast aus der Haut, als ich mein Spiegelbild sah. Das bin also ich nicht. Bitte. Sag mir, dass das nicht wahr ist, sagte ich. Mein Körper war 47, aber ich war 17. Nur nicht. Da hast du aber geflunkert mit den Zahlen. Ich habe jetzt hier gerade eine Berechnung angestellt, 50 bis 60. Jetzt sagst du mir, du bist 47. Amara, Vorsicht. Aber überleg mal, ihr liegt im Koma. Ihr wacht wieder auf. Du denkst, du bist 17. Du denkst, keine Zeit ist vergangen. Dann wachst du auf und du bist einfach 47. Das muss ja Madness sein. Ich erzählte meiner Therapeutin davon und sie nannte es Postkoma. Ich glaubte ihr erst, als ich auf der Party zum 16. Geburtstag meiner Nichte auftauchte und versuchte, coole Sachen zu machen. Ihre Freunde schienen beeindruckt und versammelten sich um mich zu fragen, wie ich mich verhalten und reden könnte, als wäre ich 17. Sie fanden mich super interessant. Alles, woran ich mich von früher erinnern konnte, hatte sich verändert. Erstens war meine Lieblingsband nicht mehr zusammen und sie waren viel älter. Okay, verständlich. Es gab nichts mehr wie ein Walkman oder Gameboy. Sie wurden alle durch einige Dinge ersetzt, die meine Schwester iPods und Playstations nennt. Oh, das muss so verwirrend sein. Stimmt, die ganze Technik. Alles war anders und es war viel auf einmal zu verkraften. Einmal fragte ich die Teenager-Tochter meiner Schwester, ob ich den Netscape Navigator auf ihrem Telefon benutzen könnte und sie lachte, nachdem sie mir gesagt hatte, sie wüsste nicht, was das sei. Sie war so freundlich, mir zu zeigen, wie man die heute gängigen Browser und auch die beliebten Social-Media-Plattformen benutzt. Dann, eines Tages, sah ich meine Nichte, die sich etwas auf ihrem Telefon ansah und ich war interessiert. Es war ein Video über ein Mädchen im Koma auf dem Kanal Meine animierte Geschichte. Ich fand den Kanal... Selbst die Eigenwerbung. Ich fand den Kanal so toll. Meine Nichte sagte, vielleicht solltest du deine Geschichte auch an sie schicken. Ich dachte, die Nichte sagt jetzt, vielleicht solltest du den Kanal abonnieren. Also ich würde sagen, die Moral der Geschichte ist, sie ist am Koma ausgewacht, sie ist 17, irgendwie ist sie nicht 17, sie ist jetzt 47, es läuft komisch, sie kann die Technik nicht und sie findet den Kanal Meine animierte Geschichte toll. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön, Amara. Also wenn wir heute was mitgenommen haben aus dieser lehrreichen Geschichte, dann wenn ihr jemandem ein Kompliment geben wollt, ja, ihr wollt mit jemandem zusammenkommen, Muttermal, ja? Einfach aufs Muttermal gehen. Ich habe hier oben ein Muttermal. Das zieht bei jedem. Jeder hat irgendwo ein Muttermal. Also, ne? Gern geschehen. Ansonsten, ihr habt noch einen schönen Tag. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, dann mache ich mehr davon und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Achso, bevor ich es vergesse.
Wie gesagt, das hier wurde auch recommended von ein paar Zuschauern. Die haben alle Kommentare geschrieben, dass ich mir das bitte mal angucken soll. Deswegen, wenn ihr auch eine Geschichte habt und ihr sagt, boah, krasse Geschichte, Ronja, schau es dir an. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Macht's gut, ciao!